Ja, Markus hier von Womoflog. Es hat sich was geändert bei den Mautregelungen für Österreich, also sprich von der ASFINAG. Und zwar die Unterscheidung bei den 3,5 Tonnen zugelassenen Wohnmobilen. Und was? Seht ihr nach dem Intro. Also, es gibt eine neue Regelung, wie die Maut für Wohnmobile über 3,5 Tonnen in Österreich berechnet wird. Ich will gleich vorausschicken, das Ganze ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie, also es ist nicht auf dem Mist des österreichischen Staates geboren worden, sondern es ist Umsetzung einer EU-Richtlinie. Auch die Firma Tollcollect setzt das Ganze in Deutschland so um. Nur die ASFINAG berechnet jetzt die Mautgebühren nach einem anderen Schlüssel, nach einem anderen Feld in der Zulassungsbescheinigung. Schauen wir uns jetzt dann nachher grafisch an. Schauen wir uns die neuen Mautregeln für Österreich einmal visualisiert an. Einmal ist es also die Umsetzung der EU-Richtlinie, also aus höchst zulässigem Gesamtgewicht. In Österreich HZG wird die technisch zulässige Gesamtmasse TZGM. Wo finden wir jetzt das Ganze? Wir müssen dazu schauen in die Zulassungsbescheinigung Teil 1, also den Fahrzeugschein, wie es früher geheißen hat. Im Feld F1 finden wir die technisch zulässige Gesamtmasse in Kilogramm. In diesem Fall hier die 3850 Kilogramm. Und in im Feld F2 finden wir die zulässige Gesamtmasse in Kilogramm. Hier in diesem Fall 3500 Kilogramm. Warum der Unterschied ist und was der ausmacht, dazu komme ich noch später. So, die Berechnung erfolgt also nun nach dem TZGM. Das Ganze gilt für Fahrzeuge mit einer Zulassung nach dem 1.12.2023. Fahrzeuge mit einer Zulassung vor dem 1.12.2023 haben eine Übergangsfrist bis zum 31.01.2029. Wie gesagt, ich verlinke euch unten die Seite der ASFINAG, wo man das Ganze finden kann. Kommen wir jetzt zu der Krux bei abgelasteten Fahrzeugen. Hat jemand sein Fahrzeug, ich bleibe jetzt hier bei dem Beispiel, abgelastet auf 3500 Kilogramm, Feld 2, ZGM in Kilogramm, hat er die ganze Zeit als Pkw fahren können und hat somit die Vignette in Österreich in Anspruch nehmen können. Jetzt mit der Umsetzung der EU-Richtlinie wird die Maut berechnet nach Feld 1, also F1 nach dem technisch zulässigen oder nach der technisch zulässigen Gesamtmasse in Kilogramm. In unserem Beispiel 3850 Kilogramm. Somit muss dieses Fahrzeug die Mautbox im Fahrzeug mitführen und muss nicht mehr die Vignette kleben, sondern wirklich die Mautzahlen, die für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, wie es die ganze Zeit war, berechnet wird. Ihr habt es in den Grafiken oder in der grafischen Darstellung gesehen. Wer sein Fahrzeug jetzt abgelastet hat, hat ein Problem, weil er hat drinstehen 3,5 Tonnen, hat aber zum Beispiel ein Fahrzeug mit 4,4 Tonnen technisch zulässige Gesamtmasse. Zum Beispiel, wenn ich an unser Fahrzeug gehe, ich verlinke euch hier oben mal die Abholung von unserem Fahrzeug, da seht ihr das. Wir haben einen integrierten mit 4,4 Tonnen. Würde ich den jetzt ablasten auf 3,5 Tonnen, ja, würde es noch für mich gehen, weil das Fahrzeug vor dem 1.12.23 zugelassen wurde. Aber ich will jetzt gar kein großes Tamtam drauf machen. Ablastung bei einem 4,4 Tonnen Fahrzeug auf 3,5 ist in meinen Augen eh Schwachsinn, aber steht auf einem anderen Blatt. Aber ich würde jetzt mit der Ablastung augenblicklich noch
als Fahrzeug gelten, könnte die Vignette kleben in Österreich. Mit der neuen Regelung würde die 4,4 Tonnen dann greifen und ich würde dann danach berechnen würden und müsste eine Mautbox ins Fahrzeug nehmen. Habe ich eh schon, ich habe die 4,4 Tonnen. So viel als kleine Info für die Leute, die abgelastet haben und was es neu zu beachten gibt bei der Fahrt in unser Nachbarland Österreich. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und drückt auch die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es neue Videos auf dem Kanal gibt. Sei es ein Reisevlog, sei es ein technisches Video oder aber kurze Infos, wenn es was ganz, ganz Neues gibt. Soweit, so gut. Euer Markus. Kommt gesund von euren Reisen zurück und kommt schön von euren Reisen zurück.